Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder einiges an Schnipseln mitgebracht. Ihr mögt das ja, also habe ich das Gefühl. Wenn nicht, dann berichtigt mich gerne in den Kommentaren. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit den vielen kleinen einzelnen Schnipseln. Hallo, ich bin Herr Voldemort. Schönen guten Tag, hier ist Anke Goldberg. Ihre persönliche Kontoberaterin, ich rufe Sie von Inertia Finance und Telema. Wie ist es, Sie sind gerade auf unserer Webseite registriert, daher rufe ich Sie an, damit ich Ihnen dabei helfen kann. Ja, Herr Voldemort, genau. Also, haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder sind Sie ganz neu bei uns? Ja. Also, haben Sie schon mal gehandelt? Nein. Okay, also unsere Seite bekommen Sie ein solches System, das ist überhaupt kein Problem, Herr Voldemort. Ja. Und natürlich, wissen Sie, was Software System ist? Was? Wissen Sie, was Software System ist, Herr Voldemort? Was? Hören Sie mich akustisch gut? Jetzt wieder ja. Okay, sehr gut. Also, von unserer Seite, wenn Sie keine Erfahrung haben, bekommen Sie ein Software System. Wissen Sie, was Software System ist? Ja, das verstehe ich dann immer nicht zum Schluss. Also, okay, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, damit Sie mich besser verstehen. Ist dies besser für Sie? Ja. Okay, also, wenn Sie überhaupt keine Erfahrung haben in Kryptohandlung, von unserer Seite bekommen Sie ein Software-System und ich habe also Handelssystem. Wissen Sie, was Handelssystem ist? Ja. Das ist System, damit können Sie gucken, was passiert auf den Finanzbörsen und Sie können es verfolgen, ja, und Überblick haben. Und noch dazu bekommen Sie von unserer Seite einen Finanzberater, ja. Der wird Ihnen dabei helfen, das Geld zu verdienen, Herr Voldemort, ja. Das Geld zu verlieren? Verdienen, Herr Voldemort, nicht zu verlieren, sondern so, zu verdienen. Mhm. Genau. Herr Voldemort, er wird Ihnen dabei helfen, ja, Handelsplan zu erstellen und er wird Ihnen Analyse geben, Prädiktionen geben und so weiter und so fort. Was passiert auf den Finanzbörse? Was passiert mit den Preisen? Ist es erhöht oder ist es gesunken und so weiter und so fort, ja? Wissen Sie schon, mit welchem Betrag müssen Sie anfangen zu handeln? Nee. Also, auch offizielle europäische Finanzbörsen, die Preise, ja, also die Betrag, womit Sie können anfangen zu handeln, ja, ist zwischen 250 und 1000 Euro, ja. Mindestbetrag ist 250 Euro, womit Sie können anfangen zu handeln, ja. Es ist Mindestbetrag. Die 1000 Euro, wie gesagt, natürlich, es hängt an Sie, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen zu handeln, ja, Herr Voldemort. Mit 250 Euro natürlich können Sie anfangen zu handeln. Ja? Genau. Also, Herr Voldemort, können wir zuerst anfangen, mit technischen Sachen zu erledigen? Machen wir Ihr Handelskonto, also aktivieren wir es bis zum Ende, ja? Machen wir es fertig und danach erkläre ich Ihnen alles. Und danach, natürlich gehen wir weiter, Schritt für Schritt, ja? Okay, sind Sie, Herr Voldemort, also am Computer? Nein. Sind Sie mit dem Handy? Sind Sie also mit dem Handy, haben Sie Ihr Konto erstellt? Nein. Was meinen Sie mit Nein? Na, Nein ist eine negative Aussage. Genau, das weiß ich, aber also Sie sind registriert, Sie haben unsere Werbung gesehen. Ja. Und daher meine ich, haben Sie es mit dem Computer durchgeführt oder mit dem Handy? Nein, ich benutze eine Kugel. Wie bitte? Ich benutze eine Kugel. Hallo? Ja, bei der Kugel war sie dann wohl raus. Naja. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, weil ich heiße ja Voldemort, dass ich eine Glaskugel benutze. Ja, den Witz hat sie wohl nicht verstanden. Oder wohl wahrscheinlich doch und hat deswegen dann gleich aufgelegt. Aber immer wieder das Gleiche bei den Betrügern. Eigentlich geht es gleich direkt am Anfang zur Sache. Und zwar ums Geld, wie man einzahlen kann. Was will man auch anderes von denen erwarten? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Sebastian Schwinke. Wie bitte?
Spreche ich mit Herrn Sebastian? Ja, das ist mein Vorname. Und der Nachname? Schwingtitter. Ja. Genau, Herr Schwingtitter, Erwin Schulz ist am Apparat. Mhm. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ich bin Ihre Kundenberater. Ich sehe, Sie haben sich angemeldet, ja? Ja. Genau. Ich bin da, um Ihnen zu helfen bei Ihrer Kontoaktivierung. Ja. Zu helfen. Aha, sagen Sie bitte, sind Sie gerade auf unserer Hauptseite oder auf die Werbung? Weiß ich nicht, ich bin gar nicht am Computer. Sie sind mit Handy oder Computer? Nein. Mit Handy? Nein. Mit Computer? Ja, aber ja gerade nicht. Okay, ich habe mich vorhin angemeldet. Ja, ich weiß, aber können Sie bitte Ihre E-Mail öffnen, damit ich schicke der Link und wir werden zusammen Ihre Handelskonto aktivieren? Ja. Machen Sie bitte. Ja. Sie werden von Erwin Schulze einen Link bekommen. Erwin Schulze. Genau. Ja. Also bitte klicken Sie nicht auf dieser Link, sondern kopieren Sie den Link, gehen Sie Ihre Google und fügen Sie ein. Warum? Aber das steht, können Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse noch einmal sagen? Wie heißt Ihre E-Mail-Adresse? Welche möchten Sie denn? Wie bitte? Welche möchten Sie denn? Welche haben Sie denn? Viele. Sie haben eins eingegeben für diese Aktivierung. Wenn Sie sich angemeldet haben, Sie haben diese E-Mail-Adresse eingegeben. Mhm. Okay. Und welche haben Sie eingegeben? Das weiß ich nicht mehr. sebastian.ablasend@t-online.de. Ja? Aber da steht keine Adresse so. Ärgerlich. Ein bisschen lauter, bitte. Ärgerlich. Benutzen Sie WhatsApp? Ja. Kann ich es in WhatsApp schicken? Nein. Wie können Sie denn das öffnen? Weiß ich nicht. Warum können Sie nicht Ihre WhatsApp benutzen? Ich kann mein WhatsApp benutzen. Denn ich schicke den Link in Ihre WhatsApp. Ja, dazu brauchen Sie ja meine WhatsApp-Nummer. Ich habe Ihre Nummer. Also unter dieser Nummer haben Sie kein WhatsApp? Nein. Mit welcher Nummer haben Sie denn? Das verrate ich nicht. Entschuldigung, möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nein? Aber natürlich. Ich wünsche Ihnen noch schönen Tag. Betrüger. Genau, also ich antworte ja eigentlich so, wie er es hätte hören wollen, aber dann hat er wohl keine Lust mehr. Tja, so ist das eben. Gebt auf jeden Fall nicht eure WhatsApp-Daten, also die Handynummer raus, wenn ihr gerade auf dem Festnetz angerufen werdet. Man braucht nicht noch an anderer Stelle noch einen Betrug. Tja, denn wenn man eure Handynummer zusätzlich noch hat, dann werdet ihr viele schöne, nervige SMS noch bekommen, auch mit lauter unseriösen Sachen, wie zum Beispiel, dass irgendwo noch ein Paket angeblich liegt und man da noch irgendwas einzahlen muss. Naja, oder irgendwelche Sendungsverfolgungen. Gerade bei Android-Handys ist die Gefahr ja immer sehr, sehr hoch, dass man sich da irgendwie eine Malware einfängt. Kann auch bei Apple passieren in Einzelfällen, muss man immer schauen. Aber man möchte natürlich auch nicht, dass selbst so sensible Daten wie der Standort rauskommt, wo ihr euch befindet. Und das kann man eben über Links rausfinden, ne, wo ihr eben seid, über eure IP. Und von daher klickt auf jeden Fall nicht auf irgendwelche Links, gebt eure Handynummer nicht raus und am besten überhaupt gar keine Daten, denn so seid ihr am sichersten. Gott, spreche ich mit Gero Voldemort? Ja. Ja, hallo, Herr Grüß Gott, Herr Voldemort. Mein Name ist Petra Müller. Ich bin Ihr Kontomanager, ja? Sie haben heute ein Handelskonto gemacht. Ich rufe Sie aus Bitcoin Convert. Bitte Sie Trades. Toll. Und ich möchte Ihnen fragen, möchten Sie das Konto aktivieren oder nicht? Weil ohne Kontoaktivation, Sie können nicht online Handel anfangen. Ja. Mhm. Möchten Sie das Konto aktivieren? Mhm. Okay. Was wäre für Ihre Kontoaktivation? Ich brauche einige Daten von Ihnen. Wie alt sind Sie? Was? Wie alt sind Sie? So was fragt man doch nicht. Okay, möchten Sie das Konto aktivieren, dann möchten Sie das nicht. Wenn Sie möchten das Konto aktivieren, dann müssen Sie mich einige Daten von Ihnen
mit mir mitteilen, ne? Ja, und wie alt sind Sie? Ich mache keine Kontoaktivation mit Ihnen. Sie machen Kontoaktivation, ich oder? Ich dachte, Sie machen das für mich. Wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Weil ich habe keine. Ja, dann sagen Sie mir, wie alt sind Sie? Gleich nachdem Sie mir das beantwortet haben. Okay, wiedersehen. Danke. Ja, wie immer die typische Reaktion, sobald man nicht denen das gibt, was sie möchten, legen sie einfach direkt auf. Man kennt's ja nicht anders, macht ja jedes seriöse Unternehmen in der Regel auch so. Nicht. Naja, aber was will man da auch erwarten? Hallo, guten Tag. Ja? Spreche ich gerade mit dem Herrn Schimmel, oder? Nein. Ich spreche mit dem Herrn Steiner, richtig? Nein. Wie nein? Jetzt ist ja Voldemort am Telefon. Wer bitte? Ja. Was ja? Ja. Sie sind wer? Ich bin der, den die Betrüger noch nachts im Albtraum sehen werden. Wirklich? Ja. Nein. Doch. Wirklich nochmal, sagen Sie das nochmal, ich habe es nicht gehört. Ja. Also, Sie machen Anmeldungen, weil Sie kein anderes zu tun haben, ne? Doch, ich mache Anmeldungen, damit Betrüger nicht so viel betrügen können. Ach so. Ja. Und wenn es gar keine Betrüger gibt? Doch, es gibt eine ganze Menge Betrüger. Wenn es für Sie vielleicht Betrüger sind, dann sollen Sie so sein. Ja. Aber nicht alle Menschen sind Betrüger. Nicht alle, aber du. Ich? Ja, du bist kriminell. Für mich ist egal, was Sie denken. Für mich ist egal, was Sie denken. Du bist kriminell. Für mich spielt keine Rolle. Ich war meine Arbeit richtig und das ist gut für mich. Und das findest du gut, kriminell was? Zu sein? Da bin Weil ich aber Arbeit schockiert. Weil ich meine Arbeit richtig mache, deswegen finde ich das gut. Also Sie finden kriminelle Arbeit gut? Wenn das für Sie, wenn Sie so denken, dann sollen Sie weiter so denken. Das nennt man bandenmäßigen Betrug. Für mich ist es egal, was Sie für eine Meinung haben. Ja. Wenn ich soweit ich meine Arbeit richtig mache, das ist richtig für mich. Aber ich muss mich nichts bei Ihnen klären lassen, weil Sie sind ein Null für mich. Ja? Oh, schön. Wenn Sie denken, dass ich sowas mache, dann sind Sie gar nichts für mich. Ja? Ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Das wünsche ich Ihnen nicht. Das wünschen Sie mir nicht, ne? Genau. Dann wünsche ich Ihre Mutter, Ihre Frau und so weiter. Gucke, so sprechen Betrüger. Schöne Grüße. Betrüger. Ich bin beleidigt. Ich habe gesagt, schöne Grüße. Betrüger. Tschüssi. Tschüssi, Betrüger. Ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Der Typ hat auf jeden Fall wieder 1A selbst bewiesen, was wir da eigentlich für jemanden am Telefon haben. Denn seriös kann das auf gar keinen Fall sein. Guten Tag, Herr Eichter. Ja. Mein Name ist Alice, ich bin Kundenbetreuer bei Handelsplattform Bitcoin CZ Profit. Sie haben Ihre Daten hier gelassen, stimmt das? Was habe ich? Hallo? Ja, was habe ich? Sie haben sich auf unserem Handelsplattform angemeldet. Ja. Aber Sie haben nicht Ihr Konto bei uns aktiviert. Erinnern Sie sich, oder? Ja, das kann sein, ja. Okay, haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt oder sind Sie neu hier? Ja. Haben Sie Erfahrung oder sind Sie neu? Ja, was spielt die Rolle oder was spielt die Frage für eine Rolle? Ja, das spielt Rolle. Ja, was denn für eine? Warum denn? Weil wenn Sie Erfahrung haben, Sie können das selbstständig machen. Und ohne Erfahrung machen Sie das mit Ihrem Personalanalytiker, der Ihnen hilft. Aha. Ja, dann entscheide ich mich später. Nochmal bitte? Dann entscheide ich mich später. Wann kann ich Sie anrufen? Nee, also weiß ich nicht, gar nicht. Wann entscheiden Sie sich das? Ja, wozu brauche ich Sie da? Wozu brauche ich Sie? Ja, genau. Wozu brauche ich Sie dafür? Aber die Frage, die kann sie natürlich logischerweise wieder nicht beantworten. Tja, könnte da einfach daran liegen, dass das Callcenter, wie alle auf diesem Kanal, einfach illegal anrufen und keine Erlaubnis haben, hier anzurufen. Da braucht man dann natürlich auch keine Information haben und auch keine Information rausgeben. Und dann legt man einfach auf, ohne sich zu verabschieden. Normal, ne? Lauterbach?
Wen möchten Sie sprechen? Ich möchte mit Sie sprechen, mein Name ist Ulrich. Mit wem möchten Sie sprechen, war die Frage. Ich habe nicht verstanden. Mit Karl Lauterbach. Nochmal bitte laut und deutlich. Ich möchte sprechen mit Karl Lauterbach. Achso, ja, sind wir bereit. Okay. Mein Name ist Michael und rufe Sie von Investmentgesellschaft Waterzurz vor. Ich sehe Sie, ich rufe Sie an, warum Sie sind bei uns registriert und ist alles korrekt? Bei Waterzurz, und sagen mir bitte, haben Sie einige Erfahrung im Onlinehandel? Nee. So, okay, ich denke, dass Sie möchten ausprobieren und ich möchte Sie ein bisschen über unsere Plattform erzählen. Unsere Plattform ist vollautomatisch. Wir arbeiten mit vielen Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktien und so weiter. Ja. Ich sehe, dass Sie sind auf unserer Plattform online und... Ich sehe, Sie sind in Gefahr. Ich höre das, Sie tragen keine Maske. Entschuldigen? Ich sehe Sie überall. Sie sehen unsere Plattform jetzt. Sie sehen Ihre persönliche Information, Ihre Bilanz, unsere Anlagen, ja? Sie tragen keine Maske. Wie Maske? Ja, Sie tragen keine Maske. In einem Callcenter ist Maskenpflicht. Ich verstehe Sie ganz nicht. Ja? Was möchten Sie sagen? Ich sage, du tragen müssen Gesichtsschlüpfer. Was ist das? Ja, Schlüpfer im Gesicht. Ich verstehe Sie nicht. Was möchten Sie haben? Was möchten Sie sagen? Ja, habe ich doch gesagt, was ich sagen möchte. Ja, wieder ein Anruf der Kategorie ganz besonders sinnvoll. Verstanden hat er hier natürlich wieder überhaupt nichts. Aber tja, so ist das halt eben bei den illegalen Betrügern, die keine Ahnung haben, was man da so am Telefon erzählt. Aber naja, lassen wir sie mal weitermachen. Oh? Ja, hallo. Spreche ich mit Herrn Finkede? Mit wem? Finke. Hartmut. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Nee, das ist mein Vorname. Okay, was ist Ihr Nachname denn? Ja, mein Nachname ist Schwingtitte. Okay, also, Herr Schwingtitte. Ja. Mein Name ist Victoria. Ich erreiche Sie aus dem Finanzmarkt wegen Ihrer Registrierung auf Bitcoin-System. Wie geht es Ihnen heute? Ja, es geht so. Okay. Herr Schwingtitte, meine Aufgabe ist es, Ihnen über die Finanzmarkt zu erklären. Dass Sie Interesse haben, auf dem Finanzmarkt zu handeln, ja? Mhm. Okay. Also, jetzt, Herr Schwingtitte, hatten Sie jemals Erfahrung gehabt auf dem Finanzmarkt? Ja. Und wie beschreiben Sie Ihre Erfahrung? Wie war das? Schlüpfrig. Bitte? Schlüpfrig. Schicklich? Ja. Okay, warum denn? Also, haben Sie Geld verloren? Hatten Sie schlechte Services bekommen, oder? Das erzähle ich hier lieber nicht öffentlich. Alles klar, kein Problem. Also, Sie haben auf eine Plattform gehandelt? Okay, alles klar. Und wer sind Sie? Warum möchten Sie das wissen? Das ist eine technische Frage. Ich muss wissen, wie alt sind Sie so, dass ich weiß, dass mit Ihnen kann man Business machen, weil... Wir haben, also zum Beispiel unter 18 oder unter... Das kam akustisch leider nicht mehr rüber. Ihre Leitung ist irgendwie kaputt. Also, ich muss einfach Ihren Alter wissen, weil das ist eine technische Frage. Ich muss einfach wissen, wie alt Sie sind, sodass Sie nicht Minderjährige sind. Ja, das bin ich nicht. Also nicht minderjährig. Okay, und wie alt sind Sie? Ja, volljährig, reicht doch. Okay, aber ich muss wissen, wie alt sind Sie. Es tut mir leid, aber... Ja, mir dann auch. Also, sagen Sie mir jetzt nicht, wie alt Sie sind, oder was machen wir denn? Exakt. Okay, alles klar. Und warum? Was ist der Grund? Also, warum sagen Sie mir... Ja, weil ich keinen Bock auf einen Datendiebstahl habe. Sie haben keinen Bock auf Datendiebstahl. Ja. Okay, dann warum haben Sie sich registriert auf den Finanzmarkt? Weil ich Bock hatte, eure Zeit zu vertrödeln.
Ganz genau. Deswegen Finger weg von solchen komischen, unseriösen Plattformen. Gebt denen nicht eure Daten. Am besten auch keine Fake-Daten, denn, naja, wenn die euch anrufen, dann haben sie in der Regel eure richtige Telefonnummer. Denn die wenigsten werden dafür eine extra eingerichtete Telefonnummer benutzen, wo denn der Spam ankommt. Ja, ganz, ganz wichtig, keine Daten rausgeben, denn umso mehr Daten man von sich im Internet preisgibt und eben auch am Telefon, vielleicht auch nur aus Versehen aus Reflex, das schreiben die mit. Und naja, der Nächste, der hat die Daten dann schon. Und der Nächste fragt vielleicht noch eine Frage mehr, wo ihr dann wieder antwortet. Und so haben die natürlich dann auch irgendwann ihr Bild über euch. Von daher immer schön aufpassen. Hallo? Ja. Guten Tag, mein Name ist Lisa Bauer, spreche wieder mit Claudia Gabelbiger. Ist am Apparat. Sehr schön, Sie zu erreichen. Ich melde mich von den Plattformen, die Sie online geöffnet haben. Und ich wollte Sie kurz fragen, mit was für einem Betrag möchten Sie bei unseren Plattformen neu starten? 50 Euro würde ich erstmal anfangen. Mit 50 Euro können Sie nicht anfangen. Warum nicht? Der minimale Betrag ist 250 Euro. Ach so, das haben Sie ja nicht gesagt. Das haben Sie bestimmt online bei den Plattformen gesehen. Ach, da steht so viel. Hallo? Ja? Ja. Mit was möchten Sie starten, habe ich schon gesagt. Na, so wie Sie denn gesagt haben. 250 Euro? Ja, wenn es nicht anders geht. Nein, geht's nicht anders, nur mit 250 Euro. Ja. Also mit 250 Euro haben Sie Online-Banking? Sowas habe ich ja. Und Sie? Können Sie ein bisschen Respekt zeigen und ein bisschen seriös sein? Wieso? Was ist denn jetzt falsch? Haben Sie. Was ist das für eine dumme Frage, bitte? Sind Sie doof oder was? Warum beleidigen Sie Ihre Kunden? Sie sind ja ein komisches Unternehmen. Nein, Herr Gabelbiger, ich bitte Sie, wenn wir ein Gespräch durchführen, ein bisschen Respekt zeigen. Wenn Sie nicht Interesse haben, dann können Sie von Anfang an sagen. Na, Sie sind ja komisch. Also mit so einem unseriösen Unternehmen will ich, glaube ich, nicht zusammenarbeiten. Tja, weiß ich nicht, was die jetzt hatte, aber naja, sie hat ja keinen Bock gehabt auf uns. Na ja, dann verkauft sie halt eben nicht ihre komischen Trading-Geschichten. Ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Teilt gerne die Videos, damit möglichst viele Menschen in eurem Umfeld darüber informiert sind, was es so für Maschen gibt. Und vor allem, umso mehr wir informieren, oder also umso mehr Leute wir informieren, ja, umso weniger können halt auf diese Maschen drauf hereinfallen. Erzählt von daher auch gerne allen Leuten, die vielleicht kein YouTube haben oder eben auch vielleicht sich nicht mit Internet auskennen. Die ältere Generation ist damit gemeint. Natürlich sind da nicht alle gleich, aber die, die eben nicht so im Internet bewandert sind, denen könnt ihr natürlich das Ganze auch erzählen oder einfach mal vorspielen beim Kaffee oder wie auch immer. Umso mehr wir damit erreichen, umso weniger werden die Erfolg haben. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!